Macht jetzt schon mal etwas Appetit. Wir sprechen aber vorher noch mit Eberhard Hartelt, dem Präsidenten des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Also die Erntesaison hat begonnen. Wie sind Ihre Prognosen? Also im Moment sind zunächst einmal die Betriebe sehr, sehr angespannt, dieses bürokratische Verfahren abzuwickeln, die Meldeplattform auch zu finden, dort alle Angaben zu machen. Die Betriebe müssen vorher mit Chartergesellschaften natürlich Kontakt aufnehmen, müssen mit ihren Leuten in den Heimatländern Kontakt aufnehmen. Und ich habe heute einige Kollegen gesprochen, die sind fast dem Nervenzusammenbruch nah. Aber ich hoffe, dass wir eine deutliche Entlastung an der Saisonarbeiterfront bekommen, wenngleich wir jetzt schon sagen können, es werden aus unterschiedlichen Gründen nicht alle benötigten Kräfte hier nach Deutschland kommen können. Was sich dann ja auch wahrscheinlich in den Erträgen zeigt. Konsumenten, Kunden fürchten da ja dann auch hier und dort Preisanstiege. Ist damit zu rechnen? Das ist ehrlich gesagt eine Frage mit sehr, sehr viel Unbekannten, die ich so abschließend nicht besprechen kann. Ich kann nur Wahrscheinlichkeiten sagen. Warum ist das so? Der Gastronomiebereich ist ja weggefallen. Das betrifft ja in vielen Fällen auch den Spargel. Wir wissen bis heute nicht, was passiert in den Konkurrenzgebieten Spanien oder anderen europäischen Ländern. Wie entwickelt sich der Zuhauseverkauf, entsprechendes Einkaufsverhalten? Von daher sehr, sehr viele Unbekannte. Ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot hinter dem Angebot hinter dem letztjährigen Angebot zurückbleibt, ist eher wahrscheinlich als umgekehrt und von daher auch eine moderate Preiserhöhung stattfinden wird. Wobei für uns auch ganz wichtig ist, dass der Anteil in der Wertschöpfungskette, der beim Erzeuger ankommt, deutlich steigen muss, weil wir in der jetzigen Situation mit all den Verfahren, mit den Maßnahmen, die auf die Betriebe umgesetzt werden müssen, denken Sie an zusätzliche Waschräume, Schlafgelegenheiten und so weiter, dies alles ist auch ein höherer Aufwand, der auch eine höhere Einnahmen pro Stück, also pro Kilogramm Erdbeeren oder pro Pfund Spargel auch absolut notwendig macht. Wertschätzung kommt eventuell auch dadurch, dass viele ja jetzt momentan auch helfen auf den Feldern. Ist es bislang nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder sind das schon wichtige Kräfte, die sich da freiwillig gemeldet haben? Also vielfach ist es, wir sind erstmal sehr überrascht und dankbar dafür, dass Leute kommen. Das Problem ist, dass wenn wir an den Spargel denken, wir ja eingearbeitete Helfer brauchen, die diese Arbeit kennen. Das kann ein Laie nicht so ohne weiteres und das braucht etwas, um es auch zu lernen. Bei der Erdbeerernte ist das schon etwas anderes. Das ist leichter zu lernen, ist auch körperlich eine leichtere Arbeit. Also die Not ist vor allen Dingen im Spargelanbau sehr groß. Hier haben wir einzelne Betriebe, die sogar einen Teil und ich kenne einzelne Betriebe, die sogar alle Spargelflächen schon aufgegeben haben. Das heißt, wenn die nicht täglich gestochen werden oder zweitägig gestochen werden, dann schießt der Spargel ja ins Kraut und die Flächen sind für diese Erntesaison nicht mehr nutzbar. Also zum Teil dann auch wirklich wirtschaftlich sehr harte Folgen und auch existenzbedrohend. Wir haben da weiterhin ein Auge drauf, Herr Hartelt. Danke für Ihre Zeit. Einen schönen Abend Ihnen. Gerne. Dankeschön.